Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, und ihr seht, ich bin hier quasi am Mais am Dreschen tun haben wollen. Und ja, hinten der Hänger wird immer voller, wie ihr das seht. Ne? Das grüne Gold wird immer mehr und wird nachher zum braunen Gold verwandelt. Sehr schön. Und was ich damit vorhabe, ja, das ist immer noch der Knüller. Haha, ja. Das werde ich mal was testen, was ich selber noch nicht getestet habe. Hat Vor- und Nachteile, wie man möchte. Und da werden wir mal schauen, wie das so wird. Zeige ich euch aber ganz kurz nochmal, wie ich das denn hier verwerte. Ich habe aktuell da hinten das Feld 20. Habe ich schon mit dem guten Ding hier platt gemacht. Der Drescher, den ich da habe, der reicht voll und ganz aus. Das ist der. Ich kann es auch gerade mal kurz zeigen. Ups, falsche Taste. So. Da haben wir nämlich den Rostelmasch, er ist im 1403 und dazu dieses Camper-Schneidwerk, 9 Meter macht er. Und wenn man dann hier eben, upsala, ich komme ja schon, wenn man dann eben herfährt, dann freut er sich richtig toll und macht das dann auch sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir natürlich aus. Wichtig ist, den Rostelmann immer, wenn ihr den mit Helfer fahren lässt, lasst ihn bitte, oder schaltet ihn aus. Es ist einfach nur, ja, Spritverschwendung. Und wenn er zu viele Stunden läuft, dann müsst ihr halt auch beim Leihen mehr Geld bezahlen. Ja, ja, das ist dann nicht so gut. Vorab einmal ist angemerkt, das finde ich sehr gut auf jeden Fall, mit der Mikrofonqualität bei mir. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich habe jetzt mal darauf geachtet, dass das Mikrofon ein bisschen weiter weg ist. Wenn dem immer noch so ist, bitte melden. Da bin ich immer sehr dankbar über so ein Feedback, weil man hört das selber nicht. Ne? Ich selber finde meine Stimme, wenn ich sie höre, immer komisch, weil ich höre sie ja zum Glück nicht. Ja, gucken wir mal. So, hier ist das. Ihr seht, 199.000. Wir machen jetzt gleich die 200.000 voll mit unserem Eimer hier. Da sind wir schon mal gut dabei. Und ich benutze immer den, ja, die letzte Fracht. Ah ja, da ein bisschen zu kämpfen. Es wird langsam, der Hügel wird höher. Ich benutze mal die letzte volle Ladung, um hier erstmal alles zu planieren, damit man schön verdichten kann. Und dann kippe ich dann immer das da drauf und dann kommt wieder die nächste Ladung und die verdichtet dann auch wieder die nächste Ladung. Ne? Also ein Geben und ein Nehmen zwischen den ganzen Ladungen des Häckselgutes. Kann ich sehr empfehlen, das Ganze, wenn man das von Anfang an macht, dann geht das relativ schnell. Weil wenn ich das jetzt nachverdichten wollte, ich habe da mal Videos gemacht auf der Oldstream Farm, das geht, aber das dauert halt. Ne? Man muss ja mal gucken, was jetzt besser ist. So, jetzt ist der Heini hier weg, jetzt kann ich hier oben schon den nächsten draufkippen. Ich mache hier auch so einen richtig schönen Berg hin. Mit dem Fahren dabei, nicht zu schnell, das ist immer so die Sache. Man könnte das auch gut mit Tempomat machen, habe ich mal gelernt, aber ja, ist ja auch langweilig, ne? Man muss ja ein bisschen im Gefühl haben. Guck mal, hier unten geht er dann sofort wieder besser, der Trecker. So, es ist aus, beladen, abschalten und jetzt fahren wir direkt noch einmal drüber. Und wir gucken nämlich, ob wir hier mit dem vollen Hänger auch hochkommen. Der Same oder wie auch immer man das dann ausspricht, nee, ist italienisch, aber der Same, hatte leichte Probleme damit manchmal, aber er erfüllt seinen Sinn und Zweck sehr gut. Ich habe keinen Frontlader, das ist ein bisschen gefährlich. Da kann man ganz, ganz schnell mit auf die Nase fallen und dementsprechend ja, muss man dann halt das Ding resetten. Bitte niemals den Hänger resetten, wenn der mal da drin stecken bleiben sollte und ihr kriegt ihn auf Teufel komm raus nicht raus, dann ist das ganze Häckselgut nämlich weg. Das ist echt Käse, sage ich euch. Das ist vor allem teuer und mach ich den gar nicht so. Also ich habe gerade den Helfer angemacht und dann kann ich hier wieder schön mit meinen 9 km/h, obwohl ich 10 km/h eingestellt habe. Das ist natürlich eine Frechheit, aber wir nehmen es mal als italienische Genauigkeit. Hö. Was wollte ich sagen? Vergessen. Egal, nicht schlimm, muss ja auch mal sein. Also genau, ich habe gerade den Helfer wieder angeschaltet, da kann man dann ja schön daneben herfahren. Ich könnte natürlich jetzt auch den Trecker einfach an der Ecke stellen und sagen, ich möchte den Hänger hinter den Drescher schalten, das geht genauso gut, aber dann müsste ich den ja wieder umklemmen, weil mit dem Drescher das wegbringen, das ist, das geht und bei manchen Maps, bei dieser Map ist das nicht so gut. Dementsprechend würde ich davon abraten. Also, und so geht das halt auch. Ihr kriegt natürlich jetzt ein paar Stunden auf den Trecker drauf. Ich bin natürlich sehr umweltfreundlich und mache ihn in jeder Gelegenheit wieder aus. Ob das was bringt, ist erstmal egal. Dadurch, dass der Motor dadurch nicht belastet wird, ist das eigentlich total Wumpe und ich spare vielleicht da 10 Sekunden pro Bahn. Super. Ja, also, Kleinvieh macht auch Mist. Aber, ja, guck mal, 5,7 Stunden dafür, dass es mein einziger Trecker ist. Da wird gut fast drauf gedonnert und dann schauen wir mal. So, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut, weil ich will ja gleich noch das Feld vorbereiten. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, bis ich euch dann wieder dazu hole. Weil ich werde jetzt quasi das Feld hier ernten, das da hinten, das Feld 14, auch noch ernten. Das wird auch noch lange dauern. Dann wird das Ganze verdichtet, dann kommt die Plane drauf. Und dann machen wir die Plane wieder ab nach einer Zeit. Das ist ja wie so eine Pizza, die braucht so ein bisschen, bis sie fertig ist. Und wenn sie fertig ist, dann aber haha, und jeder mag Pizza. Und dementsprechend ist das hier einfach Geld und jeder mag Geld, oder? Wir sind mal ganz oberflächlich, jeder mag Geld und ja, aber Geld allein macht auch nicht gut.
Glaubt mir. Nein, habe ich noch nicht versucht, weil da habe ich ja kein Geld. Ja, witzig, witzig. So, genau. Ja, hier müssen wir noch drei Bahnen machen. Da gucken wir mal. So, also, wie gesagt, ich mache einen kleinen Cut hier. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe, mein Projekt, was ich so im Kopf habe, ich habe es noch nie getestet, Hörensagen, sage ich mal, ob das Erfolg bringt oder nicht. Wir werden das mal sehen. Es ist mal was anderes, mit was man mit Silage machen kann. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, letzte Ladung. Häckselgut hier. So, schauen wir mal, was das so wird. Ihr seht, das Silo ist eigentlich ganz gut gefüllt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viel reinkriege. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wirklich drin ist. Das ist jetzt die große Frage. 360.000 und dann kommen nochmal 27, 28 drauf. Ah, wir gucken gleich mal. So, gerade nochmal verdichten, ganz wichtig. Jetzt haben wir nämlich noch einen vollen Hänger. Da geht das nämlich deutlich besser mit, kann ich euch nur empfehlen. Ist zwar nicht ganz voll, aber auf jeden Fall besser als anderen dabei. Schön über das ganze Fahren. Es gibt manchmal diese großen Silos, die sind teilweise besser zum Verdichten, weil da muss man einfach davor fahren. Das ist nicht recht realistisch, aber es hilft ungemein. Da fährt man einfach im Kreis die ganze Zeit. Da kann man dann den Controller quasi mit einem Gummiband befestigen, dann geht das genauso gut. So. Jetzt drehen die Reifen noch ein bisschen durch. Aber das sollte er schaffen. Mal hinten noch die letzten Meter hier gerade noch so ein bisschen platt. Ach, jetzt gucken wir noch mal einmal drüber. Ah, mag er nicht. Da quält er sich. Aber da muss er durch. Ne? Hätte ja auch ein Auto werden können. Aber nein, er wollte Trecker werden, von außen sehen. Muss auch arbeiten wie ein Trecker. Kann ich außerdem empfehlen, hier den Krampe, der ist ein echt guter. Den habe ich damals schon auf meiner ersten Karte, den Goldkriegs Valley, gehabt. Also den Hänger. Ich zeige euch gleich auch warum. Weil nämlich, wenn man so schön in die Wanne fahren kann. Oh, nicht so weiter hin. Nicht so weiter hin. So, weil er nämlich hinten die letzte, die Hinterachse, die letzte Achse, die lenkt nämlich mit. Ziemlich cool. Wenn man da richtig einschlägt, dann sieht das schon mal richtig gut aus und man kommt damit sehr, sehr gut um Kurven. 40.000 Liter packt er. Da ist schon gut was drin. Oh, guck mal hier, ist er leer, zieht er auch bis oben auf den Turm. Sehr schön. Da ist ja nicht so, dass er keine Power hat, ne? Auf jeden Fall ein guter Trecker. Ja, Trecker ist auch das richtige Stichwort. Machen wir gerade hier noch den Rest wieder. Der ein oder andere wird vielleicht mal oben gesehen haben, dass ich etwas Geld verloren habe. Ja, ich habe mir gerade gedacht, wenn jetzt hier gerade das ganze Silage macht und so weiter, dann kannst du ja in der Zeit, schaffe ich es heute nicht mehr, alle Felder zu bestellen. Und ihr seht da hinten schon so einen kleinen Helfer rumfahren. Ja, haha, ich habe mir einen Trecker gewöhnt. Und zwar, jetzt kommt es gleich richtig. So, hier haben wir erstmal alles voll. Wir machen hier den Deckel drauf. Bam, zu das Ganze. Sieht sehr schön aus. Vorne ist, glaube ich, jetzt ein ganz bisschen was übergestanden. Ja. So, ein kleiner Fitzel ist über. Ich dachte, das wäre mehr, aber nicht schlimm. Das Silo ist abgedeckt. Gären, Silage, 1%. Wir freuen uns und tanzen unseren Namen. Sehr schön. Den Trecker hier werden wir jetzt erstmal ganz schnell hier hinfahren. Dann zeige ich euch gleich sofort den anderen. Ein oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben. Ihr seid ja aufmerksam. Oh, ja, guck mal, man sieht das eigentlich vom Weiten wegen der Lackierung. Aber ich fahre mal gerade hier so ein bisschen blind. Müsst doch gerade mal vorbei sein. Die Halle, genau. Wir wollen nämlich gleich direkt hier den nächsten machen. Ich glaube, ich werde auch mal auf Soja gehen. Das wäre mal vielleicht ganz nett. Könnte man vielleicht mal als ein bisschen so. Das Ding ist voll, sehr schön. Gib mal Maggi. Können jetzt auch. Warum fährt er jetzt gerade da lang? Mein Gott, blödes Ding. So, wollen wir hier den Tempomat ein bisschen hochstellen, damit wir ein bisschen Power geben können hier. Ich guck mal nach rechts. So, mal, wenn wir es hier so fahren, dann sieht man den vielleicht nicht. Das ist hier vielleicht gut. Oh, sehr gut. Ich hoffe, die Soundqualität ist immer noch gut, weil ich habe das Mikrofon, wie gesagt, etwas weiter weggemacht. Hat er gerade eben da mal noch ein bisschen das Headset weggelegt, aber es sollte eigentlich passen. So, wir machen schon mal die Maschine auf. Was sehen wir denn mal? Was sehen wir denn mal? Rüben, nein, Sonnenblumen, ja. Ja, mal wieder Soja heute. Komm, heute ist Sojatag, wir machen Soja, alles gut. Sehr gut. So, hier werde ich gleich weitermachen. Kann er schon mal säen, das ist sehr gut. Er sät vor sich hin mit 14 km/h. Und jetzt gehen wir auf den neuen Trecker. Warum läuft denn hier das Ding? Ja, das ist immer der Röstemann. Das Coole dabei ist, das funktioniert sehr gut mit dem Schneidwerk davor. Aber bitte nicht, dass, wenn ihr das Schneidwerk einklappt, jetzt kommt der Knüller dabei, kann ich auch sofort wegtun, ist ganz witzig. Bupp, ihr seht, dann kommt da vorne so ein Rad rausgesprungen. Das Problem ist jetzt, ist vorne, dass die großen Räder sind in der Luft. Dementsprechend mache ich hier gerade so einen fetten Powerslide, als ob ich so einen Hundegang drin hätte. Man muss dann als Trick den Maispflücker einmal senken. Dann geht vorne das Rad nämlich hoch und dann kann man ihn ganz normal steuern und auch sehen, dann funktioniert vorne auch das Rad. Also dementsprechend muss man den gesenkt fahren. Das geht sehr, sehr gut. So, ansonsten ein guter Häcksler. Den hatte ich auch in meiner ersten Map halt, Goldkriegs Valley auch. Da habe ich ihn mir gekauft. Und wirklich sehr, sehr gut. Ich kann ihn sehr empfehlen.
Es ist halt im Vergleich zu den anderen, wenn wir gerade schon bei Hexland sind, können wir auch mal rüber gehen. Ich finde ein gutes Gerät. Er hat einen Nachteil, er fährt nur 30 km/h. Der fährt 40 km/h, der Krone kostet aber auch mal irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Da muss man halt so ein bisschen gucken. Knappe 50, ein bisschen mehr. Ja, der ist natürlich auch noch ein bisschen heftig dann dabei. Weil ihr könnt da jedes Schneidwerk vorpacken. Ihr könnt dann hier, wenn ich dann das Feldhexe-Schneidwerk nehme, das wäre das normale, ne? Sind wir bei 6 Meter. Das habe ich jetzt genommen mit 9 Meter. Es ist sogar auch 9 Meter. Also ich habe das mal als größtes Schneidwerk daran gemacht, was man ohne Mod machen kann. Es gibt ja noch einen großen Krone, der hat, glaube ich, noch mehr. Das ist vollkommen egal. Also ihr könnt jedes Schneidwerk dafür verwenden und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, weil mit dem kleinen Schneidwerk, das Ding hat eh keinen Tank. Ihr müsst da irgendwas daneben packen oder sowas. Dementsprechend geht das, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich empfehle euch, würde ich vielleicht auch nächstes Mal machen, hier so ein Ding. 28.000 Liter, quasi ein super schneller Überladewagen. Kann man einfach dahinter hängen. Man könnte theoretisch auch das Ding dahinter hängen. 66.500, das ist ein Riesenörmel, sage ich euch. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, dann kann man den Helfer quasi so fahren lassen, immer schön abtanken und so weiter. Man kann natürlich auch mit dem LKW daneben fahren oder wie auch immer. Ja, wie das halt so ist. Genau. So, und das Ding kommt jetzt erstmal eine Tonne. Garage. Klack, 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 klack. So, und jetzt gehen wir zum neuen Trecker. Da, 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 da. Da ist er nicht. Wir waren so. Da ist er! So! Ein Fendt 900 Favorit. Ja, warum habe ich mich für den Fendt 900 Favorit entschieden? Ganz einfach. Es ist ein, ich glaube, der preis-leistungsstärkste Trecker im ganzen Spiel. Muss man einfach so sagen. Das Ding hat jetzt 260 Ponys, glaube ich. Also da sind richtig Karachos drin. Wir können ja gerade mal schauen. Da ist er. Ja, 260 Ponys. Der zieht den Saphir natürlich deutlich schneller. Der Saphir selber hat 17 km/h. Arbeitsgeschwindigkeit, wir sind aktuell bei 15 km/h. Also wir nähern uns einer sehr, sehr, sehr guten Ausbeute. Und ich finde, das reicht auch so. Wir fahren mal schnell weg oder rüber. Sehr gut. Also da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich habe lange überlegt, welchen Trecker ich mir nehme. Ich wollte eigentlich ihn nicht nehmen, weil ich dachte, ich gehe lieber auf neue Sachen. Und der ist schon so ein, ja, das ist schon ein Geschenk, muss man einfach sagen. Aber naja, mal gucken. So, ich gehe jetzt schnell wieder weiter. Ich versuche hier alles soweit fertig zu machen. Silage ist abgedeckt. Wir können ja gerade mal gucken, wie viel Prozent sie schon hat. Vielleicht sind wir schon bei 2. Wer hätte das gedacht? Und dann können wir nämlich gleich das Projekt, was ich versuche, dementsprechend mal angehen. Mal schauen, was das so wird. Die Helfer sind auf jeden Fall dabei. Aber ich möchte jetzt die Uhrzeit nicht gerne vorstellen, weil sonst habe ich dann auf einmal so blöde, weiß ich nicht. Das will ich nicht. Das ist doof. So, gern. Silage 1%. Das dauert lange. Hier sind wir schön dabei. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Von da aus gesehen. Bis gleich. So, das Silo oben steht es. Bunkersilo ist fermentiert. Also, ja, jetzt kommt die hoffentlich gute, ja, Pointe, sage ich mal soweit. Das sieht ja aus wie Schnee. Ne? Und der eine oder andere hat vielleicht das unter den Videos gelesen, was man so mit manchen Mods machen kann und so weiter und so fort, was vielleicht gar nicht erst so in Erscheinung tritt. Und Schnee sieht ja so aus und dann kann man da ungefähr sagen, man kann das mit einer Schneefräse, ja, weil mit dieser Schneefräse, die guten Biobels, kann man alles aufsammeln. Das ist das Tolle dabei. Und ja, da gucken wir uns das Ding nochmal an. Also als Vergleich, da gibt es diese Navarro-Maus, ne, von Ropa. Cooles Gerät, werde ich auf jeden Fall nochmal testen, das Ganze, weil es sieht irgendwie lustig aus. Muss ich mal vielleicht im Modlabor testen. Kostet 328.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, sage ich mal, auch im Spiel. Das muss man erstmal haben. Kann aber nicht alles, wenn ihr es seht. Und wenn ich jetzt auf diese schöne für 6,99, ja, also für knapp 7.000 Euro, dahingehe, das Ding nimmt alles, was so geht. Und kostet halt 7.000 Euro. Braucht 125 PS. Umso mehr PS, desto besser. Und ist halt irgendwie voll der Fitz gegenüber dem Ding. Das Ding kostet 15 Euro am Tag. Das Ding kostet 1.260. Ne? Sprich, nach irgendwie 6 Tagen oder sowas, dann habt ihr das Ding schon raus. Also ist schon lustig. Da muss man nochmal ein bisschen gucken. Aber ja, auf jeden Fall funktioniert das. Was ist das denn hier? Adapter ermöglicht dem Traktor alle Frontlader besitzen, die keinen Frontlader besitzen, an der Vorderen. Achso, ah, okay. Ja, gut, gut. Ja, okay, ja, gut. Ja, wieder tolle Sachen hier. So, dementsprechend machen wir jetzt mal hier Burp Open. Ne? Und wenn es open ist, ist schon mal gut. 387.000 Liter Silage sind da drin. Das ist eine Menge, 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 Menge. Und jetzt werden sich natürlich Leute fragen. Aber wir machen das mal hier. Wir machen das mal an. So, Trecker an. Mal hinten den Ton ausdrehen. Dann hören wir auch weniger. Schneefräse anmachen. Sehen wir vorne, wie sich das schön dreht. Mal senken. Geht es momentan auch hier abladen? Das ist momentan aus. Abladen beenden. Das würde dann irgendwo hinfliegen. Und wir sammeln dann den ganzen Müll hier ein. So.
Das geht eigentlich relativ schnell und wir müssen eigentlich damit nichts so wirklich was machen. Das heißt relativ schnell, das geht schon verdammt schnell. Finde ich zumindest. Weil der frisst da ganz schön was weg, muss man auch mal so sagen. Er hat richtig Hunger. Wenn man so sieht, wer das dann macht, das ist schon echt gut, ne? Guck mal, 20.000 sind wir jetzt gleich schon durch. Das geht. Also ich kenne jetzt... Man muss... Ja, weiß ich nicht, ob es schnellere Aplademöglichkeiten gibt. Oder Auflademöglichkeiten, muss man ja sagen. Abladen ist ja relativ leicht. Aber das Aufladen, das ist immer so das Problem, ne? Man darf auch nicht zu weit fahren. Bitte da ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu weit wird. Und jetzt müsst ihr gleich stoppen. Warum auch immer. Ah, ne, kann noch was rein. Jetzt ist er gerade so gestoppt. Sehr gut. So. Brottassen. Ich könnte auch den Fendt nehmen, ne? Klar, der hat mehr Power, der ist spritziger und so weiter und so fort. Ich habe ihn sogar geputzt, ne? Also wenn man das hier nochmal so sieht. Mit meiner neuen Waschstraße kann ich natürlich meine Fahrzeuge immer putzen. Aber ich bin hier auf den Same oder wie auch immer man es ausspricht, hängen geblieben. Und dann gucken wir mal. So, jetzt müsste ich ja zur Biogasanlage hüpfen. Jetzt gibt es natürlich ein großes Problem. Ich hüpfe da mal gerade hin. Irgendwie kann man da hinhüpfen. Das ging doch mal so... Und dann konnte man hier die BGA auswählen. Bio, nein. BGA, 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 genau, so. Besuchen. Tada, sind wir schon da. So, wie soll ich das da oben jetzt reinbekommen? Ja, es gibt den Rampenmod. Ja, da könnt ihr mir eine Rampe bauen und dann da irgendwie da hoch versuchen, das hochzukippen. Ja, das geht, aber es ist, glaube ich, dort so ein bisschen hoch, ne? Und vor allem, jetzt beachte man mal, wo man ist. Man ist ganz links auf der Karte, ne? Da blinkt es gerade. Und in der Mitte, also ein bisschen weiter rechts davon, da ist mein Hof. Jetzt kommen wir wieder hin, dann sieht man halt, da bin ich jetzt wieder. Das ist ein weiter Weg und den muss man erstmal fahren. Und den muss man dann häufig fahren und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Und dementsprechend versuchen wir was anderes. Mal gucken, ob das geht. Ich weiß es nicht. Ich habe es echt noch nie getestet. Ich bin echt gespannt. Aber wir werden es einfach mal versuchen. So, wir fahren jetzt mal hier runter Richtung BGA. Machen aber hier so einen kleinen Halt. Wir fahren einfach mal hier hin. Und wir gucken mal. Ernteeinnahmen. Super. Und wir sehen, wir verkaufen das einfach gar nicht bei der BGA, sondern ihr seht das Geld, es wird immer mehr. Es ist richtig schön, dann zu sehen, die braune Kacke, wollte ich schon fast sagen, sage ich aber einfach. Die fällt jetzt hier raus und wir haben einfach 27.643 Euro damit gemacht. Und es sind Transportkosten gleich null. Das ist ziemlich cool. Es hat natürlich einen Nachteil. Man merkt sich jetzt 27.643. Ich hoffe, ich kann mir diese Zahl gerade merken. Das ist natürlich wieder... Mit Uhrzeitgedächtnis und so weiter hat das so seine Tücken. Also. Oh, hier ist ein Haufen weg. Und das geht echt gut. Also, muss man also. Ich muss mal testen, ob so ein Fan schneller geht. Oh, haben wir verkackt hier. Man darf da nicht zu hoch fahren. Das mag er nicht. Aber. Also, ich kenne, wie gesagt, keine schnellere Möglichkeit, außer ihr seid im Multiplayer und ihr habt jetzt irgendwie 5 Radlader und beladet so ein Ding, dann geht das schneller, keine Frage. Aber so als Einzelding, ich habe aber auch die Maus noch nicht getestet, muss ich fairerweise sagen. Irgendwas waren es mit 27.000, wenn ich die Zahl gleich wieder sehen sollte, dann. Komm. Er macht hier das ganze Silo gerade up, geht richtig gut. Oh, zu weit gefahren, das mag er nicht. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen Gefühl für entwickeln, aber das geht wunderbar. So, wir machen den Hub und vorne hoch, fahren einfach rückwärts raus. Ich hätte natürlich jetzt die ganze Silage auch viel, viel breiter verteilen können und dann hätte ich dann immer drüber fahren können, aber ja, man muss ja auch nicht, man kann es auch wenigstens ein bisschen realistisch. Meistens sind das jetzt so Riesenhaufen Silage und das funktioniert jetzt sehr gut, ne? Wer sich wundert, wo ich überhaupt bin, das ist die Ballenverkaufsstelle, wo ich Stroh und in jeglicher Form und Heu und Gras und so weiter verkaufen kann. Und da kann ich auch lustigerweise die Lage verkaufen. Ist das cool? Und Ernteinnahme 65 Euro schon wieder. Also irgendwas spuckt er da zum Anfang immer raus und wir sehen, es wird immer mehr. Zack, 27.643. Ne? Ihr seht also, eine Sache passiert hier gerade sehr, sehr schön. Nämlich, der Preis bleibt gleich. Das ist das Tolle dabei. Ich kann euch das gerade nochmal gerne zeigen. Einmal machen wir noch. Dann ist aber auch gut. Mal schon mal hier den Pumpen senken. So, nächste Mal hier. So, rennen damit. So, nom, 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 nom.
Sehr gut. Also es funktioniert sehr, sehr, sehr gut, habe ich gerade gesagt, bin ich so weit vorgefahren. Also wenn man vor allem so einen Riesenhaufen hat, muss man auch weniger fahren. Ne? Also ich fahre jetzt die ganze Zeit nicht so wirklich. Der Einzugsbereich von der Fräse ist nicht so groß, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, weil das Förderband zum Beispiel, das snackt ja schon richtig viel weg, finde ich jetzt zumindest. Man schon wieder die Hälfte voll, also das ist schon enorm, ne? Wenn man es dann mal so ein bisschen raus hat, dann geht das eigentlich sehr, sehr gut. Man kann sowas halt echt zwischendurch machen. Das ist wirklich Silage verarbeiten für arme Leute. Das ist echt cool. Mich würde es interessieren, wie es die Maus macht. Leider Gottes werde ich sie hier auf dieser Map höchstwahrscheinlich nicht testen können. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, was wollen wir machen? So, eine letzte Fuhre noch und dann gucken wir mal. Der Trecker hier ist auf jeden Fall, also der Krampe-LKW, jetzt guck mal hin auf die letzte Achse, wenn ich jetzt voll einschlage, dann gehen die halt mit, ne? Ich lenke jetzt nochmal so ein, dann sieht man, wie die Reifen und so sich verändern. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil der Wenderadius dadurch wirklich sehr gut ist. Müsst du bald mal tanken mit dem Ding, 88 Liter noch. Ein bisschen haben wir ja noch. So, wieder ausgehen, das ist wieder 65 Euro, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist vielleicht mal oben in dem Schlauch drin oder so, ich weiß es nicht genau. Ihr seht also, das Zeug läuft einfach damit raus und, ja. 27.643. So, ich kann das jetzt den ganzen Tag machen. Ich kann das zu jeder Uhrzeit machen. Ist scheißegal. Der Preis bleibt gleich. Punkt. Vielen Dank an denjenigen, der es weiß. Also, der es mir gesagt hat. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Nachteil ist, wenn ich nämlich in die BGA was reinkippe. Also, das hat alles Vor- und Nachteile. Gehen wir mal das Ganze einmal noch ganz kurz durch. Ach, so mein Gott, immer dieser Erklärbär, schrecklich, ne? Was ein schöner Trecker und wie sauber der ist, ne? Mit dem ganzen Rot und so weiter. Eieie. Naja, so, gucken wir mal dahin, dann werde ich nicht so vom Trecker abgelenkt. Erstmal will ich gerade nochmal wissen, die Maus kann die auch, die kann auch Silage. Okay, also könnte sie theoretisch diese Aktion auch, aber wie viele Tonnen müsste ich denn davon reingeben, damit sich das lohnt? Ich habe außerdem von, ja, mit zwei Ladungen nochmal einen Trecker oben wieder raus. Nur mal so zur Info. So, also, was wollte ich sagen? Das ist immer so dieser. Ach so, genau. Also, ich habe jetzt natürlich einen großen Nachteil, denn wenn wir hier in die BGA nochmal gehen, wir gehen da gerade mal schnell hin, hüpfen nochmal. Das ist ja das Tolle dabei. Wer das nicht kennt, das geht sehr, sehr gut. Kann man immer ganz mal schnell irgendwo hinhüpfen. Ich kann euch auch mal empfehlen, mal ab und zu bei den Kühen vorbei, Hühnern vorbeizugucken. Da kann man dann zum Beispiel auch ein bisschen Geld machen und so weiter und so fort. Hier gehen wir jetzt hin und hier ist natürlich jetzt der Gärreste Füllstand. Der ist bei 0 und das ist der Nachteil davon. Ich kann natürlich keine Gärreste bekommen, wenn ich das nicht in den Vermenger werfe. Das ist der große Nachteil davon. Muss man dann sehen. Ne? Aber der Vorteil ist, es geht deutlich schneller. Ihr habt weniger Aufwand mit. Der Preis bleibt gleich. Das ist auch ziemlich cool. Man müsste es natürlich immer direkt vergleichen, wie dann der Preis gerade in der BGA ist und so weiter. Und so. Er sinkt halt nicht. Und sobald ich jetzt eine Schippe in die BGA kippen würde, würde der Preis sinken. Also wenn ihr zum Beispiel zwei Hänger hintereinander habt und schüttet dann, die sind beide voll mit Gerste. Ihr fahrt irgendwo hin, verkauft sich, ihr kippt den ersten Hänger raus, kriegt 10.000, ihr kippt den zweiten Hänger raus, kriegt 9.800. Warum? Weil der Preis sofort sinkt. Das ist leider das Wirtschaftssystem im Landwirtschaftssimulator, ist da leider sehr, sehr schlecht. Weil sobald ich irgendwas verkaufe, sinkt der Preis. Und das ist echt doof. Deshalb bin ich großer Fan, wenn ihr was mit dem Zug verkauft, dann habt ihr halt große Mengen auf einmal weg. Das funktioniert sehr, sehr gut, kann ich echt empfehlen. Aber ja, für so manche anderen Sachen ist das ein bisschen komisch, weil wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sage, ich fahre mit einem Trecker dahin, das sind zwei Hänger dahinter. Der erste Hänger kriege ich den Preis, für den zweiten Hänger kriege ich den Preis. Ich glaube, nein, das gibt es nicht. Es sei denn, irgendwie Qualitätsunterschied oder sowas. Ne? Ich bin jetzt aber auch kein Experte für Landwirtschaftsgut und so weiter, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das macht. Wenn ich natürlich dann am nächsten Tag wiederkomme und möchte dann nochmal die Gerste verkaufen als Beispiel und dann ist irgendwie der globale Preis gesunken, dann kann man darüber reden. Aber nicht, wenn ich das eine Minute später dann in diesen Bottich reingebe, dann geht das. Und das ist halt der Nachteil dabei. Weiterer Vorteil, also der Nachteil an diesem Wirtschaftssystem. So, also wie gesagt, der Vorteil ist, es geht super schnell. Ich habe einen stabilen Preis und ich habe auf dieser Map natürlich nur gesehen, ich kann natürlich auch, dass die aber ja, wenn müsste ich ja auch die Silage oder das Hexegut dahin fahren. Ich habe hier halt schön nah am Hof ein Silo. Und dieses Silo habe ich halt befüllt mit den schön nahen Wegen und muss dann einfach hier über die Straße. Ich könnte mir theoretisch so auch ein Förderband bauen, weil dann würde ich hier den Verkehr aufhalten. Und ihr seht hier gerade zur Rush Hour in Sonovka, da ist natürlich, huiuiui, da kommt schon wieder einer. Schnell weg hier. Und dann könnte ich das hier immer reinkippen. Förderbänder selber haben natürlich einen Nachteil, weil die funktionieren sehr, sehr gut. Mich freut es auch, dass irgendwie mein Förderband-Video da echt gut angekommen ist. Das ist wirklich sehr, sehr nett.
Und die könnt ihr jetzt hier hinstellen und die sammeln halt in einem Umkreis auf. Aber wenn, dann muss man das immer verlegen und das geht so natürlich viel, viel besser. Und ich habe natürlich jetzt schon ordentlich, guck mal, drei Dinger da weggebracht, 120 Tonnen, Liter. Und das ist echt 120.000 Liter. Das ist schon ziemlich cool. Genau. So, also wer es nicht weiß, wer es nicht wusste, ich wusste es auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, ungelogen das erste Mal jetzt gemacht. Ich teste sowas selten nicht. Wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre es halt ein dickes Fail-Video gewesen. Aber es wurde ein Erfolg. Und aus denen freue ich mich, tanze meinen Namen und ich hoffe, ihr freut euch auch, nämlich auf das nächste Video. Ja, das war ein geiler Übergang, ne? Mein Gott, ey, manchmal, heieieiei, Literaturnobelpreis hier, aber verdammte Kacke. Ja, jetzt habe ich ja alles versaut, ne? Es ist ja nicht schlimm, genau. Auf jeden Fall ist das eine Kombi, die unschlagbar ist zum Geld machen, ne? Ich habe jetzt schon, müssen wir gerade mal gucken, wie viel Geld ich schon bekommen habe, durch Enter-Einnahmen oder was auch immer, wo auch immer jetzt gleich das große Pluszeichen steht. Ernteinnahmen heute 83.000. Wenn ihr überlegt, Ernteinnahmen gestern 68.000. Ne? Also nur mal so als Vergleich, was man da hatte dabei. Lohnzahlungen sind ja ein bisschen höher gewesen jetzt, aber ich habe ja auch den neuen Trecker, muss man da auch sagen. Einnahmenfeldmission habe ich jetzt noch nicht dazu gerechnet, ist ja auch erstmal egal. Ich bin jetzt schon bei 83.000, also nur den Mehrwert, den ich habe. Und vorher habe ich Sonnenblumen verkauft für 68.000 auf der gleichen Anzahl von Feldern. Ne? Und da sieht man mal, was man dann als, wie viel mehr man da hat. Mietkosten, Fahrzeug. Ich bin ein ganz bisschen teurer mit dem Drescher gewesen als mit der Erntemaschine. Ja. Also das sind alles so Faktoren, die muss man alle berücksichtigen und damit kriegt man das richtig raus. Und ich bin jetzt echt gespannt, weil ich hier alle Felder gemacht habe, muss ich mal darauf achten, wie viel Geld ich denn jetzt durch die Silage mehr bzw. weniger bekomme. Das ist ziemlich lustig, weil dann lohnt sich das. Klar, ich habe mehr Aufwand, ich muss ja immer daneben herfahren, ich muss es abfahren, ich muss sie verdichten und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann natürlich irgendwie 100.000 Euro mehr daraus kriege, ja, geile Sache, ne? Dann kann ich mir zum Beispiel Feld 15, das werde ich mir gleich, denke ich, mal kaufen, weil, ja, das Geld habe ich auf jeden Fall. Ich habe zwei Maschinen, zwei starke Maschinen. Ich bin mit dem Line von den Sachen super zufrieden. Also, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber da müssen wir mal gucken. So, da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2017, bitte schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Kombination findet. Ist das doof? Ist das was auch immer? Mich würde erstmal interessieren, weil das ist ja auch eine Verkaufs-, das ist ja kein Cheaten oder sowas, muss man auch sagen. Das ist ja eine Möglichkeit im Spiel, die offiziell legal ist, wenn es auf den Trichter kommen sollte. Und man kann die Silage ja auch bestimmt irgendwo verkaufen, ne? Im wahren Leben. Weil es gibt ja dann, keine Ahnung, für Futter und was man da sonst noch mitmacht. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Aber da kennt sich manche besser aus als ich. Ich bin ja nur Laie, ich bin nur ein virtueller Bauer und habe so im wahren Leben überhaupt keinen Plan davon. Aber es macht trotzdem Spaß und das ist das Wichtigste. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich, wenn es wieder heißt, Landwirtschaftssimulator 2017. Habt einen schönen Tag, Mahlzeit, Mittag oder was auch immer. Macht's mit Freude in diesem Sinne. Bis denn dann. Ciao, ciao.